Ich hab was gefunden. Nicht anfassen, Mann. Der legt dich um. Wann kommt der Boss denn endlich? Der kommt schon. Riley sagt, er hätte Batman gesehen. Ist er auch hier? In Arkham City. Wieso sollte der herkommen? Ihr Jungs müsst euch echt mal ein bisschen locker machen. Da ist Batman! Was zum Teufel? Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Ich bin's doch nur. Du wirst hier sterben! Heute Nacht wirst du sterben! Arkham City wird das Letzte sein, was du siehst. Wie haust du gleich für mich? Ich nehme dich auseinander. Du wirst in Arkham City sterben. Nachdem ich mich um die gekümmert habe, nun zum eigentlichen Grund meines Besuchs. Versuch ruhig, mir eins überzuziehen, Harf. Das läuft nicht. Nimm sofort deine schmutzigen Pfoten da weg. Aufwachen, Mr. Wayne. Wir haben viel zu besprechen. Strange? Damit kommen Sie nicht durch. Das bin ich schon längst. Hier ist Vicki Vale. Ich melde mich live aus Arkham City, dem umstrittenen Supergefängnis im Herzen Gothams. In wenigen Momenten wird Bruce Wayne erklären, wieso er sich plötzlich so sehr für Lokalpolitik interessiert. Der berüchtigte Playboy und Millionär hat sich vorher noch... Vicky. Millionäre sind doch völlig out. Ich nehme an, Sie hielten sich für unantastbar. Ja, wie Sie bemerkt haben dürften, ist niemand unantastbar. Vielen Dank. Danke, Gotham. Hinter diesen Mauern hier tragen Bandenführer inmitten unserer einst großartigen Stadt einen blutigen Krieg aus. Jeder Insasse aus der Arkham-Anstalt und dem Gefängnis von Blackgate wurde in diese Anlage verlegt. Wie soll das einen Beitrag zur Sicherheit von Gothams Bürgern leisten? Ah! Schließen Sie Arkham City. Es ist außer Kontrolle. Ich soll es schließen? Spätestens morgen bin ich ein Held. Genau wie Sie, Batman. Von heute an unternehme ich alles, um Arkham City zu schließen und Gotham wieder sicher zu machen. Umstellen ihn! Los, Hände hoch, Wayne! Wir haben Wayne! Ziel gesichert! Ich muss mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Es wird mein Erbe sein, ein Sinnbild ihres Scheiterns. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, werde ich allen ihr Geheimnis verraten. Neue Insassen, ihr gehört mir. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Professor Hugo Strange und ich leite die Arkham City Besserungsanstalt. Bis heute haben Sie jeglichen Respekt für das Gesetz, die Gesellschaft und sich selbst vermissen lassen. Verdammt, was soll das werden? Hast du gedacht, wir hören dich nicht? Helft mir! Verdammt, was soll das werden? Willkommen im City, Wayne. Was machst du hier, Wayne? Nur den Butler umgelegt, was? Du wirst hier drin sterben? Du wirst mir die Seife aufheben, Wayne. Du gehörst mir. Auf den Boden. Sofort. Ah! Worauf wartest du noch, Wayne? Reihe A, vorwärts! Diese Regeln stellen ihr eigenes Überleben sicher. Reihe A, Bewegung! Sehen Sie sich nicht der Ausgabe. Niemand nimmt Blackbars fest! Niemand! Optiones! Reihe A! Rot-Mist! Leg den Stuhl weg! Dafür kräftierst du! Wait! Du gehörst in Reihe A! Bewegung, reicher Sammler, das Leben! Hey, wait! Ich hörte, der Pinguin hat sein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Das hol ich mir. Ihr zwei geht aus dem Weg. Wayne, schwing deinen Arsch hier hoch! Ich hasse den Pinguin. Bruce Wayne. Stehst auf meiner Liste. Na los! Hau ihm in die Fresse! Aus Hände, meine Damen. Weiter gegen Gefangene. Ich sagte auseinander. Sofort. Die Waffen runter. Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten. Nicht wahr, Mr. Wayne? Die Handschellen können dranbleiben. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Stimmt's? Die Türen schließen. Fertig machen für Einlass. Neuer Gefangenentransport. Bruce Wayne? Na, klasse. Gerade noch berichte ich über Ihre lausige Pressekonferenz. Jetzt sind wir beide hier. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Hören Sie mir gut zu. Wenn die Tür öffnen, Ruhe bewahren. Bleiben Sie in meiner Nähe. Von einem, der noch nie gekämpft hat, lasse ich mir ganz sicher keine Ratschläge erteilen. Ruhe bewahren. Sie versuchen uns anzuziehen. Sorry, Mann. Jeder ist auf sich allein gestellt. Aufstehen, Ryder. Ich kann Ryder nicht allein lassen. Die töten ihn. Ich sagte, aufstehen. Wen haben wir denn da? Wer kommt denn da? Rosie Boy. Gute Nacht. Hallihallo, Mr. Wayne. Oh, was ist los? Soll ich Ihren Butler rufen? Coppelpot. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das? Nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch Rache. Oh. Ja, macht ihn kalt! Ich glaube, er hat mir die verdammte Hand gebrochen! Hilfe! Lass mich hier raus! Wir haben ihn befreit! Wie hat er das gemacht? Dieser Haufen mit Ihnen fertig ist, breche ich persönlich jeden Knochen in Ihren Händen. Hier unten kann ich Alfred nicht kontaktieren. Ich muss weiter nach oben. Hast du meine Position? Gerade bekommen, Sir. Es gab mehr Interferenzen als sonst. Ich benötige einen sofortigen Abwurf auf dem Dach von Ace Chemicals. Ich bin auf dem Weg dorthin. Ich kann gerade so einen Sprung zum Ace Chemicals Gebäude durchführen. Von dort aus kann ich hochklettern. Ich habe in den Abendnachrichten gesehen, wie Sie abgeführt wurden. War es die ganze Zeit über Teil Ihres Plans, sich festnehmen zu lassen? Nicht ganz, obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft hat. Und wie verlief es? Gar nicht gut. Er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Außerdem hat er mir gesagt, dass ihn etwas namens Protokoll 10 berühmt machen wird. Ich kann Arkham City nicht verlassen, bevor ich weiß, was es ist. Ist sie eingetroffen, Sir? Gerade rechtzeitig. Ich habe einer Tigerwache einen Codeschlüssel abgenommen. Ich werde mich in ihr Kommunikationssystem hacken. An alle Einheiten, wir haben Informationen darüber, dass Bruce Wayne von Tigerwachen festgenommen und nach Arkham City gebracht wurde. Das ist Gordon. Damit sich die Sache nicht zu einem Justizskandal ausweitet, ordne ich an, dass Beamte des GCPD nicht länger Gefangene nach Arkham City bringen. Bringt sie ins GCPD, bringt sie in den Zoo, mir alles egal. Hauptsache, dieser irre Strange bekommt sie nicht in die Finger. Für Waynes Anwälte wird das eine Dachnummer und ich habe keine Lust, mit meinem Budget den nächsten Urlaub von irgendeinem reichen Kerl zu bezahlen. Verstanden? Guten Abend, Gotham. Hier spricht Vicki Vale. Vor ein paar Stunden haben wir Bilder gezeigt, wie Bruce Wayne festgenommen und nach Arkham City verschleppt wurde. Bisher gab es aus dem Büro des Bürgermeisters noch keine Stellungnahme dazu, wieso man so heftig auf einen friedlichen Protest reagiert hat. Was wird mit Mr. Wayne hinter diesen Mauern geschehen? Der international bekannte Playboy wird es dort mit Dieben, Mördern und Kannibalen zu tun bekommen. Hat er Überlebenschancen? Für Gotham Live berichtete Vicki Vale. Mehr dazu später. An alle Einheiten, hier Air Tiger IV. Die Gefangene 4011 ist im Gerichtsgebäude. Ich wiederhole, Catwoman ist im Gerichtsgebäude. Ist sie in Gefahr? Bestätigt. Zielperson ist in der Gewalt von Dent. Wir glauben, dass er sie töten will. Wie sollen wir vorgehen? Schon gut. Lassen wir Two-Face den Spaß. Verstanden. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Mr. Dents Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle gar nicht gut bekommen. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Ich muss nach Catwoman suchen. Vorsicht, die Fledermaus! Heute Nacht wirst du sterben! Batman! Es ist Batman! Heute Nacht wirst du sterben, Batman! Sind, wenn die ganzen... Das ist Batman! Arkham City wird das Letzte sein, was du siehst! Du stirbst jetzt, Fledermaus! Ich bin, als hätte ich Mutti nicht wieder. Wenn ich fertig bin, erkennt.